Die Oberfläche des Planeten schien von unzähligen Kanälen durchzogen. Spuren einer Zivilisation? Davon waren manche sofort überzeugt. Die Geburtsstunde der Marsmännchen. Die Kanäle entpuppten sich zwar schnell als optische Täuschung, doch heißt das auch, dass es dort kein Leben gibt? Wenn schon keine grünen Marsmännchen, dann wenigstens gelb-rot karierte Reptilien. Es ist eigentlich egal, es sind alles nur Auswüchse unserer Fantasie. Und die wird ja bekanntlich beflügelt von dem, was wir kennen. Auch Wissenschaftler können da nur Vermutungen anstellen. Wissenschaftler, die Leben im All finden wollen, suchen nach dem uns Vertrauten. Einer Energiequelle wie der Sonne, flüssigem Wasser und Kohlenstoff. Frei nach dem Motto, Leben, wie wir es kennen. Das ist der sicherste Weg. Das heißt ja nicht, dass wir sagen, eine andere Art, Leben zu entwickeln im Kosmos, wäre nicht vorstellbar. Die ist durchaus vorstellbar, aber sie ist eben doch sehr viel spekulativer und sehr viel fantastischer. Zurück zum Mars. Von kleinen grünen Männchen, wie gesagt, keine Spur. Aber wenn wir ein bisschen in die Tiefe schauen, könnten wir eine Überraschung erleben. Wenn ein Planet in unserem Sonnensystem Leben trägt, dann könnte es durchaus der Mars sein. Von den Temperaturen her hat man auch Wasserspuren auf dem Mars gefunden. Früher war sehr viel Wasser auf dem Mars. Das sehen wir an den Oberflächenstrukturen dort. Deshalb hat die NASA ihre Mission Mars Science Lab gestartet. Der Rover Curiosity wird suchen und bohren nach Spuren von Leben. Doch wird uns kein Alien zuwinken. Eher werden die Forscher Fossilien von Mikroorganismen finden, in einer scheinbar lebensfeindlichen Umgebung. Wir haben ja auch auf der Erde einfachste Lebensformen unter ganz extremen Bedingungen gefunden, die man früher nicht für möglich gehalten hätte. Also Leben ist offensichtlich anpassungsfähiger noch, als die Biologen vor 40, 50, 60 Jahren geglaubt haben. Und zwar auf unserem wie auf fremden Planeten. Und diese Anpassung bestimmt auch das Aussehen. Landtiere auf einem Planeten mit starker Anziehungskraft bräuchten dann zum Beispiel kräftigere Beine, um sich fortzubewegen. Und vogelartige Wesen dürften nicht größer als ein Kolibri sein, denn sie müssten ein Mehrfaches an Energie aufbringen, um sich in der Luft zu halten. Aber was, wenn alles ganz anders ist, als wir es uns vorstellen können? Vielleicht bin ich eine Außerirdische. Oder ihr Nachbar. Vielleicht sucht die Menschheit seit Jahrzehnten in der falschen Richtung. Dass wir nicht nur in den Himmel schauen, sondern auch Radiowellen aus dem Weltall empfangen können, das wissen die Astronomen seit 1933. Und seitdem richten sie auch ihre Parabolantennen auf Sterne und andere kosmische Objekte. Das Universum ist unendlich groß. Den Außerirdischen wird es genauso schwer fallen wie uns, uns zu finden. Oder würden sie unseren Planeten aus 30.000 Lichtjahren Entfernung mitten in der Milchstraße erkennen können? Weltraumexpeditionen führten uns bislang nur in unser eigenes Sonnensystem und auch das nur selten und mit eingeschränkten Möglichkeiten. Die Suche nach außerirdischem Leben findet daher fast ausschließlich auf der Erde statt. Seit etwa 100 Jahren nutzen die Menschen Funk. Seitdem senden wir Radiowellen ins All und weil außerirdische Zivilisationen das vielleicht genauso machen, scheint der Empfang von Radiowellen die realistischste Methode zu sein, intelligentes Leben im All aufzuspüren. Seit 1992 wird das gemeinschaftlich in Nordamerika und Australien versucht. Das Programm heißt SETI, die Abkürzung für Search for Extraterrestrial Intelligence, zu Deutsch die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Finanziert wird es privat. Universitäten unterstützen es weltweit. Beobachtet werden Sterne im Umkreis von 100 bis 200 Lichtjahren auf einer Milliarde verschiedener Frequenzen. Doch das deckt nur einen Bruchteil des Weltalls ab.
Dr. Britzen sagt uns warum. Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und beinhaltet vermutlich so 200, 300 Milliarden Sonnen gleich Sterne. Also wir haben alleine schon hunderte Milliarden Sonnen in unserer Milchstraße und unsere Milchstraße ist eine von ganz vielen Galaxien. Und wir rechnen damit, dass es Billionen von Galaxien im Weltall gibt. Also unglaublich viele Sterne. Und so wurde bislang aus dem großen Weltraumrauschen erst ein Signal empfangen, das intelligenten Ursprungs sein könnte. 1977 registrierte der amerikanische Astrophysiker Jerry R. Eamon in Ohio Werte, die ihn so beeindruckten, dass er gleich einen Kommentar daneben schrieb. Seitdem ist diese Aufzeichnung in der Fachwelt bekannt als das Wow-Signal. Es dauerte nur 72 Sekunden und wiederholte sich nicht. Genug, um in der Vielzahl der Signale festzustellen, dass es außergewöhnlich ist, jedoch zu wenig, um es eindeutig als außerirdische Botschaft zu identifizieren. Aber ein Ergebnis, das den Wissenschaftlern Hoffnung macht. Die seitdem unglaubliche Zahl an abgehörten Frequenzen verlangt zur Analyse eine astronomische Rechenleistung. 3 Millionen weltweit zu einem gigantischen Computernetz zusammengeschlossene Privatrechner erfüllen diese Aufgabe. So kann auch in Deutschland jeder am SETI-Programm teilnehmen. SETI at Home ist eine Software, die freie Rechnerkapazitäten in Ruhephasen nutzt. Privat wird also auch in Deutschland an SETI teilgenommen. Warum halten sich hier Universitäten jedoch zurück? Die Frage, ob es dort Leben im All gibt, ist sicherlich eine Frage, die, ich glaube, alle Astronomen fasziniert. Also es ist etwas, was uns alle interessiert und wir wüssten alle gerne, ob es da draußen noch Leben gibt. SETI ist kein Forschungsziel in Deutschland. Es scheint wissenschaftlich nicht erfolgversprechend genug zu sein, sodass das nicht verfolgt wird. Ein außerirdisches Signal müsste sehr sendestark sein und vor allem von langer Dauer, damit wir die Möglichkeit haben, es hier wahrzunehmen. Würden außerirdische Signale senden, die so schwach sind wie unsere Fernseh- und Radiowellen, wären wir selbst technisch gar nicht in der Lage, sie aufzuspüren. Und wenn es einer fernen Zivilisation möglich wäre, unsere Fernsehbilder zu empfangen, bei dem Programmangebot, ob sie da überhaupt Kontakt zu uns wollten? Sie haben Glück, wenn Sie noch mehr über die Suche nach Leben im All wissen möchten, landen Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de, garantiert einen Treffer. Ganz im Gegensatz zu Frank Drake, dem Vater des SETI-Projekts und den anderen Mitgliedern des amerikanischen Forscherteams, das Anfang der 70er diese Tafeln entworfen hat. Die wurden dann mit den interstellaren Raumsonden Pioneer 10 und 11 ins Weltall geschossen. Und wenn Außerirdische diese Bilder irgendwann finden, dann sind sie schon schlauer als wir. Denn dann wissen sie, es gibt noch andere Lebensformen im All. Tja, sollten außerirdische Intelligenzen uns tatsächlich irgendwann entdecken, hätten Sie dann wirklich Lust, Kontakt zu uns aufzunehmen? Aus unzähligen Science-Fiction-Filmen glauben wir zu wissen, landen Außerirdische auf der Erde, haben sie nur ein Ziel. Alles zu zerstören, was ihnen in die Quere kommt. Dann werden sie die Erde zu ihrer Kolonie machen und alle Ressourcen gnadenlos ausbeuten. Auf der anderen Seite, braucht es dazu Außerirdische? Das kriegen wir auch alleine hin. Ist unsere Welt also wirklich ein erstrebenswertes Reiseziel für Aliens? Um das herauszufinden, begleiten wir eine gut getarnte Außerirdische bei ihrer Suche nach neuen Reisezielen. Lohnt es sich, den kostbaren Jahresurlaub bei den Menschen zu verbringen? Hören wir einmal ihre Gedanken. Wenn ich das so betrachte, friedlich scheint die menschliche Rasse ja zu sein. Immerhin eine Grundvoraussetzung im Alltourismus. Auch das Umweltbewusstsein stimmt. Die Erdbewohner nutzen erneuerbare Energien. Die Fortbewegung erfolgt ohne Verbrauch von Ressourcen. Und Ressourcenverschwender werden auf riesigen Parkplätzen stillgelegt. Löblich, löblich. Nur eines verwundert mich doch. Wieso verbringt der deutsche Erdbewohner durchschnittlich 2 Tage im Jahr in seinem stillstehenden Auto? Egal. Jedenfalls tun die Menschen alles, um der Erde den Status als Luftkurort zu erhalten. Pluspunkt.
Und was passiert hier? Ah, Mülltrennung. Sehr schön. Restmüll, Papier. Und hier? Ah ja, Plastik ist sehr nachhaltig. Was nicht verrottet, hält lange nach. Und die Menschen gehen höchst fantasievoll damit um. Was nicht mehr gebraucht wird, dient noch als Fischfutter. Wie tierlieb. Mensch und Natur im Einklang. Sehr gut für den grünen Tourismus. Weiter geht's. Was wird an Unterhaltung geboten? Ah, Fernsehen. Kosmischer Hotelstandard, gut an Regentagen. Nur die Technik ist heillos rückständig. Das Programm hingegen intergalaktisch. Ha? Woher kennen die Menschen E.T.? Oh, mein Magen erinnert mich an das Wichtigste. Eine substanzielle Frage für jeden intergalaktischen Reisenden. Was wird hier gegessen? Auch hier ist das menschliche Fernsehprogramm aufschlussreich. Seit 75 Jahren, also fast seitdem es auf der Erde Fernsehen gibt, gibt es auch Kochsendungen. Wer sich so intensiv bildet, achtet wohl auf ausgewogene Ernährung. Nur Pluspunkte. Wenn Sie so gut bewirten, wie Sie kochen, steht dem Reiseziel Erde nichts mehr im Wege. Letzter Test, die Gastfreundschaft. Angehörige fremder Nationen bekommen Gastgeschenke zugeworfen. Andersgläubige werden von eigens eingerichteten Begrüßungskomitees herzlich empfangen. Und erhitzt doch mal ein Streit die Gemüter, wird prompt für Abkühlung gesorgt. Geht es hier immer so heiter zu? Zeit, einen Menschen direkt zu befragen. Oh? Schade. Die Menschen reagieren wie die Bewohner des Planeten Radies, Sternbild Salatkopf. Die verstecken sich auch panisch in ihren Häusern, wenn etwas Fremdes auf sie zukommt. Nur gut, dass die Menschen friedlich sind. Sonst könnte das schnell gefährlich werden. Zusammengefasst ist die Erde ein lohnendes Reiseziel. Nur der Kontakt scheint schwierig. So, Dienstschluss. Ich muss dringend nach Hause telefonieren. Die extraterrestrischen Touristen werden bestimmt irgendwann Schadenersatz von ihren Reiseunternehmen fordern. Und vor Entführungen brauchen wir dann auch keine Angst mehr zu haben. Aber bis dahin, seit fast 60 Jahren gibt es die Berichte vermeintlicher Entführungsopfer. Sollen wir die jetzt glauben? Ich frage mich ja, was haben wir, was die da draußen nicht haben, dass sie unbedingt kommen und uns holen wollen? Die Antwort, die kennen wir nicht. Vielleicht ist es ja doch so, wie Arthur Clarke sagte. Ich habe ihn schon zu Beginn der Sendung mal zitiert. Er meinte, ich bin mir sicher, dass das Universum voll ist mit intelligentem Leben. Viel zu intelligent, um hier hinzukommen. Tja, und so bleiben wir allein. Und ich weiß, dass Sie mich jetzt auch hier allein lassen. Und so verabschiede ich mich mit intergalaktischem Gruß. Leben Sie lang und in Frieden. Und lassen Sie sich nicht entführen. Man kann ja nie wissen.